Und da bin ich auch schon wieder. Ja, ich habe ein wenig Passat gespielt. Ich habe mich durchgezwungen, sozusagen. Und naja, wir haben jetzt, Moment, wo ist es? 1000 Credits. Sind wir nicht reich? Ja, ich hoffe, das reicht eine Weile. Nachdem wir jetzt in der Kantina fertig sind, würde ich sagen, erforschen wir Taris weiter. Oh, was ist denn hier los? Oh, die sind irgendwie mies gelaunt. Ach, das ist das Mädel, das ich da. Ah ja, okay. Na dann in dem Fall, wenn ihr spielen wollt. Bereit. Hilfe! Eine komische Frau. Oh, aber eine Vipro-Klinge. Sehr schön. Und noch eine Vipro-Klinge. Wuhu! Ja, wir könnten jetzt Cast zum Nahkämpfer machen. Lohnt sich aber nicht wirklich. Ist eigentlich schon schlimm genug, dass ich hier einen Nahkämpfer spiele. Als Gauner hat man mehr Talent für Phaser, Laser. Phaser war ein anderes Weltraumuniversum. Ja, was haben wir denn hier? Sanitärstation. Aha. Klingt doch gut. Sydney. Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Geht zu Zelka, wenn ihr etwas braucht. Was für ein lieber Kerl, was? Zelka. Euer Aussehen verrät, dass ihr kein Tarisianer seid. Dennoch seid ihr hier willkommen. Niemand soll sagen, dass Zelka vorn jemandem seine Hilfe verweigert hätte, bloß weil er kein Bürger von Taris ist. Heilung oder medizinische Vorräte? Was braucht ihr? Ich kann beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul-Krankheit. Rakul? Was ist das? Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Sie wird von den Rakul verbreitet. Das sind schreckliche Monster, die in den Slums unter Taris großen Wolkenkratzern hausen. Wenn man zu lange in den Slums ist, vermehren sich die Krankheitserreger. Und die Infizierten werden früher oder später selbst zu Rakul. Hirnlosen Bestien, die sich vom Fleisch anderer Wesen ernähren. Yum, yum, yum. Gibt es kein Heilmittel? Es gibt kein Gegenmittel für die Krankheit. Obwohl ich hörte, dass die Wissenschaftler der Republik in der Militärbasis hier auf Taris kurz vor einem Durchbruch standen. Dann kamen die Sith. Sie haben die Militärbasis übernommen. Jetzt gestatten sie niemandem Zutritt zu den Labors. Die Sith geben das Serum ihren Patrouillen, die sie in die Unterstadt schicken. Wenn ich doch nur eine Probe des Serums in meine Hände bekommen könnte, könnte ich Taris für immer von der Rakul-Krankheit befreien. Aber das geht wohl nicht. Wir sollen ein paar Sith ausschalten und tun damit dem Planeten auch noch etwas Gutes? Na hört mal, das ist doch wie geschaffen für uns. Ich könnte euch das Serum irgendwie beschaffen. Ich weiß nicht, wie man an das Serum kommen kann. In der Militärbasis wimmelt es von Sith-Wachen. Es wäre Selbstmord, dort einzubrechen. Ich schätze, die Sith-Patrouillen in der Unterstadt haben kleine Menge des Serums bei sich. Das heißt, wenn sie es nicht schon eingesetzt haben, um eine Infektion zu behandeln. Aber ich glaube nicht, dass eine Patrouille das Serum einfach so hergeben würde. Und niemand ist so dumm, eine Sith-Patrouille anzugreifen. Nicht einmal in der Unterstadt. Oh doch. Macht euch keine Sorgen, Zelka. Ich beschaffe euch das Serum. Bitte sagt so etwas nicht. Wenn die Sith das hören, könnten sie auf die Idee kommen, ihr wollt eine ihrer Patrouillen angreifen. Sie könnten mein Spital schließen. Ich habe nur vom Serum gesprochen, weil ihr danach gefragt habt. Ich erwarte gar nicht, dass mir jemand das Serum beschafft. Also dann, kann ich sonst etwas für euch tun? Ja, ich könnte Heilung verkaufen. Ich möchte euch ein paar Ich kümmere Fragen mich vor stellen. Allem um das medizinische Zentrum, aber ich könnte wohl ein wenig Zeit erübrigen, um ein paar Fragen zu beantworten. Was würdet ihr gerne wissen? Erzählt mir von den Rakul. Naja, von denen haben wir ja nun schon gehört. Was denkt ihr über die Sith? Ich weiß genug über sie, um Angst zu haben. Ich habe von der Brutalität der Sith gehört. Ich weiß, was sie mit den Planeten anstellen, die sie erobern. Bisher haben sie mir nur ein paar allgemeine Fragen gestellt. Aber ich befürchte, dass sie dieses Spital eines Tages ganz schließen werden. Einfach so, weil es ihnen Spaß macht. Ich schätze, ich kann wohl nicht viel gegen die Sith tun. Ich kann einfach nur abwarten und hoffen, dass die Republik einen Weg finden wird, sie daran zu hindern, die ganze Galaxis zu erobern.
Ich kümmere mich vor allem um das medizinische Zentrum, aber ich könnte wohl ein wenig Zeit erübrigen, um ein paar Fragen zu beantworten. Was würdet ihr gerne wissen? Wisst ihr etwas über die Rettungskapseln der Republik, die in den Slums aufgeschlagen sind? Rettungskapseln der Republik? Nein. Warum fragt ihr mich so etwas? Ich weiß nichts. Die Rettungskapseln sind in der Unterstadt abgestürzt. Ich habe damit nichts zu tun. Oh, oh, oh. Wenn ihr etwas wisst, wäre es besser mir, außer... Ihr sagt es mir, außer natürlich, ihr wollt mit den Sith reden. Oh, das ist ja beinahe ein wenig fies. Na, was soll's. Die Sith waren bereits hier und haben die gleichen Fragen gestellt. Ich sage euch, was ich ihnen gesagt habe. Ich weiß nichts über die Rettungskapseln. Also, benötigt ihr sonst noch etwas? Verdammt, es hat nicht geklappt. Ach, wir brauchen im Moment keine Heilung und auch keine Ausrüstung, also... Lebt wohl und gute Gesundheit. Wenn ihr jemals medizinische Hilfe benötigt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Neuer Tagebucheintrag. Ragul-Serum. Ja, sollen wir beschaffen. Oh, eine Tür. Zum Knacken. Na dann. Kein Problem! Verstanden. Oh. Was macht ihr da? Geht nicht da rein! Die Tür ist nur für Angestellte! Was geht hier vor? Oder? Ich kenne diese Männer. Das sind Soldaten der Republik. Ich bin für Zweites. Ihr kennt die Soldaten? Aber wie? Oder seid ihr ein Freund der Republik? Überreden, Drohung. Entweder ihr erklärt mir, was hier vor sich geht, oder ihr müsst es den Sis erklären. Nein, wir spielen immer noch nett. Ich stehe auf Seiten der Republik. Ihr könnt mir vertrauen. Ich schätze, ich sollte euch besser sagen, was hier vorgeht. Ich hoffe nur, die Sith finden nichts heraus. Seitdem die Raumschlacht dort oben tobte, hat man mir insgeheim republikanische Soldaten gebracht, die auf dem Planeten abgestürzt sind. Ich musste sie verarzten. Welche Wahl hatte ich denn? Ihre Verletzungen sind schrecklich. Die meisten von ihnen werden nicht überleben. Aber immerhin kann ich dafür sorgen, dass sie während ihrer letzten Tage keine Schmerzen haben. Immerhin sind sie hier vor den Sith sicher. Dafür schon mal herzlichen Dank. Es ist beruhigend, wenigstens ein paar dieser Männer in mitfühlenden Händen zu wissen. Ich wage kaum, mir vorzustellen, was die Sith tun, wenn sie die Soldaten hier entdecken. Doch die Sith waren nur einmal hier und haben mir ein paar Fragen gestellt. Vermutlich sind meine Befürchtungen unbegründet. Kann ich irgendwie helfen? Ich fürchte, es gibt nichts, was man noch für die Soldaten tun kann. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss nach vorne gehen, falls jemand hereinkommt, der meiner Hilfe bedarf. Helle Seitepunkte erhalten. Oho, ich glaube, das ist das erste Mal, oder? Ja, wir sind ein wenig lieber geworden. Und da sind die armen Kerlchen. Naja. Ja, wenigstens wissen wir jetzt, warum er so ausweichend reagiert hat auf die Sache mit den republikanischen Rettungskapseln. Ja, Kleiner. Ihr da, einen Augenblick mal. Ich möchte mit euch über das Ragul-Serum sprechen. Ich habe da ein Angebot, das euch interessieren könnte. Ach ja, plötzlich will er doch mit uns reden, der Herr, ja? Ein Angebot, was meint ihr denn damit? Zelka ist nicht der Einzige, der an dem Ragul-Serum interessiert ist. Davik Keng wird euch 10-mal so viel zahlen als Zelka, wenn ihr ihm das Heilmittel bringt. Davik? Auch nicht der schon wieder. Warum benötigt Davik das Heilmittel so dringend? Davik ist an allem interessiert, aus dem man Profit schlagen kann. Er könnte ein Vermögen mit dem Serum verdienen, indem er es an die Kranken verkauft. Nicht so wie Zelka, der es praktisch verschenken würde. Warum kümmert es euch, wer das Heilmittel bekommt? Naja, Zelka kann es sich nicht leisten, mir viel zu bezahlen. Wenn ihr das Serum an Davik verkauft, bekomme ich vermutlich eine nette Vermittlungsgebühr. Oh je. Nein, ich denke, ich werde das Serum wohl eher Zelka geben. Er wird es verwenden, um den Leuten zu helfen. Es ist ja schön und gut, Leuten zu helfen. Aber manchmal muss man sich selbst helfen, richtig? Ich sage euch, Davik wird euch eine Menge Geld für das Heilmittel bezahlen. Mehr Geld, als sich Zelka jemals leisten kann. Und natürlich können sich nur die Reichen das Serum leisten.
Sollen die Armen doch verrecken. Wenn ihr das Rakgul-Serum findet, bringt es einfach Zax im Kopfgeldbüro. Er arbeitet für Darvik und wird euch für das Serum das zahlen, was es wirklich wert ist. Was für ein Arschloch. Nun gut, machen wir mal weiter. Oh, was ist denn hier? Ein Kopfgeldjäger. Darvik meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Wer tut das? Ruft das Geld tief und das Hirte. Hier, ich habe 50 Credits, eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Darvik kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Und das Hirte. Ruft das Geld tief. Hier vorne, du Riese, du federalte Wand. Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. Linda, du